Heute beim Crapcast Infinity Field, Spy Mouse, Mighty Finn, Contre-Jour und Blast Radius HD von Christian Twellmann, den wir auch zufälligerweise beim Crapcast dabei haben, zusammen mit dem Bernd von Two Up Mobile. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des Crapcasts, heute mit Christian von mPilot und Bernd von Two Up Mobile. Hallo Bernd, hallo Christian. Moin. Schönen guten Abend. Ich glaube, dich müssen wir gar nicht vorstellen, Bernd. Dich kennt ja mittlerweile schon jeder. Du bist jetzt der Urgestein vom Crapcast, aber den Christian, den muss man, glaube ich, ein bisschen vorstellen. Obwohl, wer sich in der Branche auskennt, der kennt ihn wahrscheinlich eh, Christian Twellmann. Wie soll man dich nennen? Gründer, Besitzer, Inhaber oder mPilot persönlich? mPilot persönlich passt wahrscheinlich ziemlich gut. So richtig gegründet ist das eigentlich gar nicht, weil das eher so ein Markenname ist. Also du wirst es im Handelsregister vergeblich suchen. Ist ja auch gar nicht so wichtig, aber es drückt ja schon, wie du ja gesagt hast, als wir kurz darüber gesprochen hatten vorhin, auch mit dem Steuerrad, so ein bisschen das aus, was du ja seit Jahren machst. Ne? Du navigierst also tatsächlich durch die Untiefen der mobilen Branche und hast wirklich schon an wirklich großen Projekten mitgearbeitet. Ich sag nur Napster, Handy.de, bei Avato, Cellular, alles dabei. Ja, bist du rumgekommen, bin ich schon auf die Zeit, aber das hat ja auch Spaß gemacht, was von der Welt zu sehen. Genau. Und jetzt bist du hauptsächlich beratend unterwegs und hast dir gedacht, weil das mitunter auch ein bisschen langweilig ist, du setzt dich hin und machst den Entwickler und hast ein eigenes Spiel rausgebracht. Eher andersrum. Ich hatte eigentlich schon lange diese Spielidee im Kopf für Touchscreen-Geräte, vorwiegend eben iPhone, iPad gab es da irgendwie noch gar nicht, als ich die Idee geboren hatte. Und habe einfach neben meiner beratenden Tätigkeit, als ich längere Zeit außerhalb von Hamburg da tätig war, abends ein bisschen Zeit, mich mal ans Konzept zu setzen und habe dann wirklich mal ein GDD geschrieben, was ja auch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Und als ich das dann so halbwegs fertig hatte, habe ich mich eben dran gegeben, das Ganze umzusetzen. Also eigentlich ist das Ganze eher andersrum entstanden, dadurch, dass ich eben abends alleine auf meinem Zimmer saß. Okay. Ich habe also die Credits vom Spiel, vom Blast Radius, das wir heute ja auch zeigen, durchgelesen, habe gesehen, dass dabei Programmierung ja tatsächlich noch ein anderer Name stand. Was ist denn genau deine Rolle bei dem Spiel jetzt gewesen? Also mich kann man tatsächlich in der Rolle des Producers, Publishers sehen. Producer, weil ich eben wirklich das Ganze umgesetzt habe, von der Idee her das Game Design gemacht habe, die ganzen Parameter bestimmt habe, eigentlich alles mir ausgedacht habe irgendwo. Auf der anderen Seite Publisher eben noch, weil ich es eben leider auch selber finanziert habe, was ein bisschen wehtut. Und meine Rolle ist wirklich Projektmanagement, Regisseur quasi eines Spiels. Okay. Bernd, du bist auch noch da, ne? Wir müssen dich, glaube ich, jetzt auch mal irgendwie in die Diskussion einbringen. Vielen Dank. Eine Frage, die ich auch noch, wie gesagt, du bist ja einerseits Consultant, andererseits Publisher oder Publisher und auch quasi selber Entwickler, Studio, wenn man so will. Wo siehst du denn die Schwerpunkte? Oder wenn es nach dir ginge, was würdest du lieber in Zukunft deinen Schwerpunkt legen? Consulting oder die Games-Entwicklung? Oh, ich glaube, eine Mischung ist eigentlich ganz schön. Also das ist, weil wenn ich zu sehr von einer Sache mache, dann langweile ich mich auch irgendwann oder fühle mich irgendwo in eine Ecke gedrängt. Und insofern ist das eigentlich so dieses Zweigeteilte ganz, ganz nett. Also so festlegen möchte ich mich da gar nicht. Und vielleicht nochmal ganz kurz, was mich persönlich auch interessiert. Du hast dich ja quasi, wie ich ja auch, schon vor etwas längerer Zeit selbstständig gemacht. Und wie kam das dazu? War das eine bewusste Entscheidung? Oder? Ich würde sagen, das war eine halbbewusste Entscheidung. Hatte das andere Gründe? Nee, es war eine bewusste Entscheidung, aber die Umstände haben es eben auch ergeben. Also ganz von mir aus getrieben war das nicht, sondern als ich damals, das war glaube ich 2008 sowas, von der Avato wegging,
Da habe ich ja versucht, Cellular Games aufzubauen. Das hat im Grunde auch ganz gut funktioniert erstmal. Dann kam uns da leider die Weltwirtschaftskrise dazwischen. Das wurde dann ein bisschen holprig alles und am Ende stand man vor der Entscheidung, wollen wir das noch weitermachen, ja oder nein. Da habe ich dann allerdings selber auch gesagt, also ich würde dazu raten, wie ich als Berater das jetzt auch mache, habe ich eben geraten, nee, wenn wir jetzt nicht nochmal richtig viel Geld in die Hand nehmen wollen und zu der momentanen Lage, würde ich eigentlich davon absehen, dass in Anführungsstrichen Experiment Cellular Games weiter zu betreiben. Und habe dadurch quasi so den Ast, auf dem ich sitze, mit abgesägt durch diesen Rat. Aber ja, dann war die Frage im Grunde, was machst du jetzt? Und habe mir da überlegt, ich kann mir jetzt nochmal einen neuen Job suchen, hier irgendwo in Hamburg oder irgendwo in der Mobile-Szene. Aus Hamburg wollte ich so richtig nicht weg. Gut, bin ich jetzt auch. Und habe gedacht, ich versuche es mal mit der Selbstständigkeit. Lange genug Erfahrung habe ich ja in der Branche und habe dann gesagt, ich will weiter Spiele machen, ich will weiter Mobile machen und habe dann gesagt, dann ist das erstmal vorrangig, da gehst du hin. Okay, dann lass uns doch direkt mal einsteigen und in dein Spiel quasi reingehen. Dann versuch uns doch mal in einfachen Worten näher zu bringen, worum es bei dem Spiel geht. Ja, das ist tatsächlich recht einfach. Wir sind auf der Space Station da draußen, auf der letzten der Menschheit. Der Rest der Menschheit ist dahin gerafft, um das Ganze mal ganz drastisch zu sagen. In einer fernen Galaxie, bevölkert von bösen Aliens, relativ insektenförmige Tiere oder Wesen, die uns jetzt alle ans Leder wollen. Vorher ging das noch ganz gut. Wir haben diese Raumstation, die ist auch heile und voll funktionstätig, produziert fleißig Energie. Energie, die wir auch dringend brauchen, weil wir uns ja gegen diese Aliens wehren müssen. Das können wir, indem wir hauptsächlich als Hauptwaffe eben Energiebomben zünden. Die können wir per Tap auf den Screen setzen, also platzieren. Je länger wir draufdrücken, desto mehr Energie pumpe ich in eine so eine Bombe. Ich habe oben am Screen einen Energiebalken, der sich immer wieder füllt durch die Station, die ja permanent eben Energie produziert. Aber wenn ich eben auf so eine Bombe lege, dann wird er eben schneller leer, als dass er sich füllt. Und es dauert wieder eine Weile, bis ich die nächste zünden kann, wenn ich ihn denn ganz leer gehen lasse, beziehungsweise ist irgendwann halt finito. Die Feinde werden mit der Zeit immer schwerer. Man muss mehr Energie reinstecken, man braucht größere Bomben, man muss die Bomben richtig platzieren, man muss eben im Vorfeld antizipieren, wohin fliegt der Feind, was für Angriffsmuster hat der. Und wenn ich Feinde töte, um das Ganze komplizierter zu machen, jetzt nochmal bekomme ich auch Geld dafür und kann da, das geht jetzt wieder in die Richtung Tower Defense Spiele eher, kann meine Station eben sowohl die Angriffswaffen als auch die Verteidigung reparieren oder eben upgraden und verstärken. Okay, als ich das Spiel das erste Mal angespielt habe, und ich bin ja so ein alter Sack, der wurde dann so ein bisschen daran erinnert, dass es früher ja schon so ähnliche Sachen wie mit Missile Command gab, ne, wo man ja auch irgendwelche Missiles abschießen musste, die dann so einen Radius erzeugt haben und konnte andere Raketen damit abschießen. Das war so mein erster Gedanke. Es sah natürlich viel schicker aus und ist auch ein bisschen anders. Aber es ist ja bockschwer, ne? Also, ich breche mir regelmäßig einen ab, der das jetzt hier versucht, immer wieder zu spielen. Ja, das habe ich inzwischen auch schon gesagt bekommen von einigen Leuten. Ich habe da, glaube ich, ein bisschen aus den Augen verloren, dass den Schwierigkeitsgrad ein bisschen zu stark aus den Augen verloren, dadurch, dass ich eben selber so lange gespielt habe. Also ich kann es jetzt ziemlich gut und ich komme dir auch ohne große Upgrades bis in Level 50. Aber das ist es eben. Ich habe es eben auch zu oft gespielt. Die nächste Version wird deutlich leichter. Also, und die nächste Version, damit meine ich nicht Teil 2, sondern damit meine ich jetzt tatsächlich eine kleine Abänderung, wie man eben so einen Version-Patch im iTunes Store ja relativ häufig rausbringt. Und den werde ich dann wohl heute Abend auch noch wegschicken, dass der hoffentlich am Wochenende schon live ist. Echt, geht das Und so dann schnell? Ich höre ja immer nur aus allen möglichen Ecken, dass Apple da so ziemlich behäbig ist, was die Prüfung von neuem Code angeht. Das hängt von ab, aber das ist ja jetzt in dem Sinne ein Update. Das heißt, es ist kein ganz neues Spiel. Und es ist natürlich immer eine Frage, wie gut sind die ausgelastet da, die Jungs, wie viele Leute sind im Urlaub und wie viele Leute submitten gerade. Jetzt haben wir
Man merkt es nicht, man glaubt es kaum, aber es ist noch Sommer. Und insofern denke ich mal, dass so viele Leute gar nicht neue Spiele einschicken. Man will ja das Sommerloch eigentlich vermeiden. Also du meinst aber trotzdem, dass man mit so guten 5 Tagen auf jeden Fall rechnen muss? Also schneller glaube ich nicht. Wie gesagt, wenn ich es heute noch submitted bekomme, dann kann es sein, dass es zum Wochenende noch klappt. Es kann aber auch sein, dass es bis Anfang nächster Woche dauert. Aber spätestens Ende nächster Woche sollte das Update dann auch durch sein. Viel länger, glaube ich, dauert es dann auch nicht. Du hast gerade kurz erwähnt, dass es ja tatsächlich mehr so ein Upgrade ist und keine Version 2. Wie wichtig ist sowas, dass man regelmäßig für seine Community, die das Spiel schon irgendwie runtergeladen und gekauft hat, regelmäßige Updates bringt und oft darauf reagiert? Ich meine, es gibt ja so das Musterbeispiel des Spiels, das ja bis zum Geht nicht mehr geupdatet wurde, nämlich so ein Doodle Jump. Das hat ja wirklich seine größten Fans wahrscheinlich auch nur dadurch bekommen, dass alles, was jemals dazu kam, im Grunde frei war. Wie wichtig ist das für einen App-Entwickler? Ja, das Schöne ist ja, also erstmal würde ich sagen, es ist wichtig. Und das andere ist, das Schöne ist, dass es eben relativ gut Feedback gibt. Also man gibt ja eben Support-Adressen an. Ich habe über die Webseite des Spiels jetzt auch noch die Möglichkeit gegeben, mich da zu kontaktieren. Und man bekommt eben Feedback. Und das ist eben dieser Rückkanal, der wird im Zeitalter der Apps eigentlich viel stärker genutzt, glaube ich. Wenn man jetzt guckt bei PC oder Konsolen-Games, ja klar kann ich im Activision schreiben, dass ich eine Änderung in einem Spiel haben möchte. Das muss aber dann nicht wirklich, das wird dann nicht umgesetzt. Also die packen halt nicht jetzt ein Xbox-Spiel wieder an und machen da jetzt eine Wunschänderung wegen eines Users, der eine gute Idee hat. Bei iOS-Spielen ist das eben möglich. Man macht man vielleicht auch nicht wegen eines Users, aber wenn man so den Tenor rausbekommt, da könnte was dran sein, weil das wollen mehrere und man denkt drüber nach, dann kann man das relativ zügig umsetzen. Das ist da in diesen Mobile-Games also tatsächlich gang und gäbe und glaube ich auch wichtig. Wird auch von der Community verlangt irgendwo. Bernd, du wolltest glaube ich auch noch was fragen. Ja, was also man, ja, ging in eine ähnliche Richtung. Also ich finde es auf jeden Fall gut, weil ich glaube, sollte gang und gäbe sein, dass man halt auf Kritik reagiert oder was heißt Kritik, auf Anregungen reagiert und quasi die User als Community sieht. Aber ich glaube, das machen wir nicht alle. Insofern finde ich das auf jeden Fall schon mal gut, dass du darauf reagierst. Gott, danke. Mal abwarten, was es bringt. Eine Frage, die gerade im Chat auch aufkam, war, ob es denn geplant ist, das Spiel aus dem iOS-Land auch auf Android-Geräte mal zu portieren? Ich würde es sehr gerne tun, muss allerdings dazu sagen, dafür muss es erstmal im iOS-Land maßgeblichen Erfolg haben, sodass ich sagen kann, es macht Spaß, es auch auf Android zu bringen, weil wenn es einfach nur eine Portierung auf Android ist, die man dann aus eigener Tasche bezahlt und die sich überhaupt nicht lohnt, dann macht es eben auch keinen Spaß. Und mit Lohn meine ich jetzt nicht, dass ich da mich dann irgendwo in der Karibik absetzen will, sondern einfach, dass es sich halbwegs bezahlt macht, das Ganze. Ja. Auf was für einem Stuhl sitzt du eigentlich? Lohn. Ist das irgendwie so ein Stuhl aus 1830, weil es knackt so wunderbar? Oder hast du Steppschuhe an? Nein, das ist leider wirklich der Stuhl hier. Es knarzt hier eigentlich so ziemlich alles in diesem möblierten Apartment, was ich hier momentan behause. Ich wollte es tatsächlich nur mal kurz reinwerfen, nicht, dass Leute irgendwie denken, wir betteln uns nebenbei mit irgendwie Florett oder Degen oder so, ne? Nein, das Schlimme ist, das Bett, in dem ich schlafe, knarzt genauso. Oh, sehr schön. Und das heißt, sobald man sich da mal drin umdreht, dann hat man wirklich so hier ähnliche Geräusche. Ja, beim Bernd hätte ich gesagt, das sind die Knochen, aber bei dir sind es dann die Stühle. Unverschämt. Nee, ich wollte auch noch mal, wo du gerade Lohn erwähntest, auch noch mal ein bisschen auf das Businessmodell eingehen, was ich eigentlich ganz interessant finde. Weil wir haben jetzt gespielt die Free-Version, die ja tatsächlich voll spielbar ist und frei. Also werbefrei, ne? Werbefrei alles, ja. Genau, und da gibt es ja die Möglichkeit, noch eine Pro-Version zu kaufen, wo es halt bei jedem Start direkt 500 Credits gibt. Die kostet wie viel nochmal? Pro-Version für iPhone kostet 1,59, Pro-Version für iPad kostet 2,39. Genau, und dann gibt es ja halt aus beiden Versionen die Möglichkeit, In-App-Purchase, was man wirklich nicht machen muss, wenn man so gut ist wie du, braucht man das gar nicht, quasi noch Credits zu kaufen für echtes Geld. Da wollte ich mal fragen, was du da für Erfahrungen gesammelt hast, was sich da, ja, inwieweit das angenommen wird und was sich am besten verkauft.
Ja, also die freie Version, die Standardversion wird natürlich erwartungsgemäß auch am meisten runtergeladen und das ist tatsächlich eben ein Faktor 10 ungefähr. Also, nee, es ist noch mehr. Es ist der Faktor 10 ist ja schon überhaupt eine Bezahlversion. Jetzt habe ich mich gerade rausgebracht. Dann fangen wir mal von Aber vorne das an. macht nichts. Also die freie Version wird öfter runtergeladen, um ein Vielfaches. Die Pro-Version ja, ist aber im Grunde Best Value for Money, wie ich so sagen würde, weil ich eben diese Startcredits jedes Mal bekomme, die ich, wenn ich mir Credits dazu kaufen würde über In-App-Purchase, dann wäre das wesentlich teurer. Also mit den Startcredits komme ich eigentlich schon ganz gut hin. Das wird sich aber auch in der Version, die jetzt dann rauskommt, demnächst, also ruhig jetzt auch schon die aktuelle Version kaufen, das kommt ja als Update, da verliert ihr nichts, aber oder runterladen. Aber dann wird es so sein, dass dass die Credits, die man besitzt, wenn man stirbt, davon behält man einen Teil. Momentan ist es so, dass das nicht der Fall ist, dass man einfach jedes Mal wieder mit Kontostand null anfängt. Und sich dann quasi nackt in den Kampf gehen muss, es sei denn, man kauft sich eben Credits. So kann man sein Bankkonto, sein Kreditkonto eben schon auffüllen, dass man einfach ein paar Mal spielt und kann sich da etwas erwirtschaften, kann das dann irgendwie beim nächsten Mal spielen, kann man sagen, jetzt habe ich genug und jetzt traue ich mich und jetzt nehme ich mal ein bisschen was mit, weil wenn ich ein bisschen Geld mit in den Kampf nehme am Anfang, dann kann das schon ganz gut helfen, weil man eben das erste Mal reparieren quasi schon sicher hat oder man kann schon seine Waffen upgraden, bevor es wirklich kritisch wird, also in den ersten Wellen schon, oder sich die Blast, den Big Bang kaufen, also das ist so ein ich zerstöre alles Waffe, wie heißt das noch gleich? Da gibt es auch Wörter dafür. Das müsste ich eigentlich wissen, ne? Ja. Wie bist du denn jetzt so zufrieden mit dem, also ist es wahrscheinlich dein erstes eigenes Werk, das du jetzt da reingestellt hast dann, oder? Es ist das erste eigene tatsächlich. Ich habe eben davor schon einige Sachen gemacht für andere Firmen, für Privatpersonen als in Festanstellung sowohl als auch Berater. Aber das ist jetzt wirklich mein eigenes, wo ich eben dann auch wirklich von vorne bis hinten das ganze Spiel betreut habe, was natürlich auch so gesehen mal eine ganz neue, also nicht neue, also doch so jetzt eine ganz neue Erfahrung ist, weil ich wirklich alles gemacht habe dabei. Ja, meine Frage Außer wäre nämlich jetzt Programmierung, darauf außer hinausgelaufen, Grafik, außer Sound. dass ich einfach fragen wollte, bist du jetzt von den ganzen Erfahrungen, die du bis jetzt da rausgenommen hast, abgeschreckt oder kannst du dir vorstellen, auch noch weitere Spiele in Eigenregie zu vermarkten oder rauszubringen? Nee, abgeschreckt bin ich ganz und gar nicht. Also ich habe mit Sicherheit schon jetzt, also sogar bevor es live gegangen wäre, hätte ich gesagt, ich habe einfach so viel Erfahrung dadurch wieder gewonnen und so viel dazugelernt. Sei es wie der iTunes Store, also nicht das, also auch von hinten funktioniert, also das Backend der ganzen Geschichte und was man da machen kann. Sei es eben auch Sachen wie in Xcode, auch wenn ich nicht programmiert habe. Aber ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Es ist toll, es macht Spaß, es ist eine super Erfahrung und ich hoffe, dass ich eben demnächst auch, also es wird noch ein bisschen dauern, weil so ein Spiel will eben auch konzipiert sein und bis es dann umgesetzt ist und so, da vergehen eben durchaus ein paar Wochen, Monate. Aber das würde ich eben schon gerne nochmal machen. Ich hoffe, man sieht auch noch andere Spiele von mir Ja, sollen und wir doch auch hoffen. ja. Bernd, sag du noch mal was dazu oder sollen wir zum nächsten Titel übergehen? Nee, also ich möchte auf jeden Fall jedem das Spiel noch mal ans Herz legen, gerade weil wirklich man verliert nichts. Man kann sich die kostenfreie Version runterladen, man ärgert sich nicht, weil dann dort irgendwie Pop-ups hochkommen. Und ich finde, wenn man Entwickler sieht, das kann ich halt sehr gut nachvollziehen, weil wir halt auch selber immer so ein bisschen an versuchen, an Spielen zu arbeiten. Und das ist halt auch alles nicht so einfach und das kostet alles Geld. Aber wenn ich so einen Entwickler sehe, der halt mit Herzblut bei der Sache ist, dann ladet euch auf jeden Fall zumindest die kostenfreie Version runter und probiert es aus. Und schreibt nicht direkt eine Ein-Sterne-Bewertung, lieber direkt 5 Sterne. Genau. Ja, das wäre gut. Und wie gesagt, wartet ab, bis, also wenigstens mit der Bewertung, bis das nächste Update da ist, weil ab dann macht es auch mehr Spaß, wenn man tatsächlich sich ein bisschen was aufbauen kann bei der Geschichte auch. Korrekt, so. Und Bernd, jetzt bist du mit deinem nächsten Titel dran und mach mal den Livestream aus, damit wir diesmal kontinuierlich dich reden hören können. Ach, es ist wieder soweit. Ja. Na gut, dann mache ich ihn mal aus. Bernds Okay. Bandbreite reicht mal wieder nicht.
Genau, also jetzt kommen nur noch Spiele, die wir nicht selber entwickelt haben, also keiner von uns. Und da fange ich direkt mal mit Mighty Finn an. Das ist ein ja, süßes, kleines Casual-Spiel mit einer One-Thumb-Steuerung. Das heißt, man steuert einen Fisch, den man durch längere Levels buxieren muss. Dabei, ja, da sammelt man irgendwelche Blasen auf und kriegt dafür Punkte. Und es ist so, wenn man halt auf den Touchscreen drückt, sinkt der Fisch oder taucht der Fisch runter. Wenn man loslässt, fliegt er halt hoch. Ist eigentlich eine relativ, ja, keine originelle Spielmechanik, muss man sagen. Speziell beliebt aus, ich kenne es aus Java-Zeiten, also aus den Zeiten, wo Games noch oder Handys noch Tastatur hatten. Und das war alles nicht so einfach. Da war man eigentlich immer ganz froh, wenn man solche Spiele hatte, die sich auf einen Knopf bedienen lassen. Und ich will jetzt auch gar nicht so lange drüber sprechen, aber mir gefällt das Spiel halt sehr gut. Es ist sehr gut für zwischendurch geeignet. Es hat echt einen liebevollen Grafikstil, viele Details. Das heißt, wenn man viele Punkte sammelt, kann man in Levels verschiedene Kostüme freischalten. Das heißt, der kleine Fisch kriegt dann noch andere Kopfbedeckungen, Brillen, was weiß ich. Und auch der Look ist sehr nett. Die ganzen Menüs sind in diesen Urlaubskarten-Looks, die man so kennt, so klassische Urlaubskarten, Greetings from wo auch immer. Und das Spiel gefällt mir richtig, richtig gut. Ich weiß, dass es nicht auf ungeteilte Zustimmung trifft, deswegen gebe ich direkt an euch, Jungs. Was heißt, es trifft nicht auf ungeteilte Zustimmung? Das ist natürlich das Erste, was mir wieder aufgefallen ist. Wenn man irgendwo sich in so einer Sinuskurvenbewegung mit einem Knopf bewegt, denkt man momentan automatisch an Tiny Wings, denke ich mal. Und den Vergleich habe ich unwillkürlich angestellt und da finde ich Tiny Wings ungleich smoother. Es spielt sich runder, es ist einfacher zugänglich und. Aber ich will nicht meckern. Christian, sag du auch noch mal was. Ja, aber das ist so gesehen schon richtig, weil Tiny Wings ist natürlich auch das Erste, was mir eingefallen ist bei der ganzen Geschichte. Was mir sehr gefallen hat, das ist tatsächlich auch der ganze Look des Spiels. Das ist also sehr, sehr schön. Ja, definitiv. Dieser 50er-Jahre Urlaubskarten, so leicht ranzig aber auch. Also es ist ja wirklich dieses typische 50er, 60er Jahre Flair, der damit schwingt, auch von der Schriftsetzung her und allem. Ja, die ganzen Gadgets, die es dazu gibt, dass man sich Hüte, Perücken, Sonnenbrillen, weiß der Geier, wie man den kleinen Finn dann noch weiter ausstatten kann. Die allerdings, vielleicht habe ich noch nicht lang genug gespielt, aber das, was ich gespielt habe, die haben also auch keinerlei Auswirkungen bislang gezeigt auf irgendwas. Das ist wirklich nur Verkleidung. Optische Gimmicks, sag ich mal, ja. kleine Goodies. Ich bin am Anfang auch mit der Steuerung nur schwer zurechtgekommen, nämlich genau mit dem Punkt, der springt nicht, wenn man drückt, sondern der taucht. Also es war für mich erstmal, die ersten zwei Mal musste ich mich daran gewöhnen, dass ich genau andersrum das machen muss. Und ich hab's aber das ist ja bei Tiny Wings auch nicht anders, ne? Da ja, taucht's ja auch ab. Da ja, taucht man auch ab. Ups. Da hat man aber keinen Auftrieb, ne? Ja, das stimmt. Ja, das war eben dieses Abtauchen. Damit bin ich erstmal nicht so, da bin ich ein bisschen gestolpert. Also, aber ich habe es dann ja auch rausgekriegt, also hoffe ich. Und nee, gefällt mir eigentlich ganz gut, aber es ist wirklich nur für zwischendurch. Aber kann man das nicht für wirklich unendlich viele Spiele im App Store sagen? Ich meine, die sind ja wirklich darauf ausgelegt, dass man sie zwischendurch spielt. Und die wenigsten sind ja die großen, ich will es nicht Blockbuster sagen, aber die großen Rollenspiele, an denen man 20 Stunden sitzt, oder? Mit einer kontinuierlichen Geschichte. Ja, ich muss ja sagen, so ein bisschen gehört ja mein Herz auch diesen Zwischendurchspielen, weil ich finde, das ist halt gute Zwischendurchspiele, die dann immer wieder ranhalten, immer wieder motivieren. Das ist halt auch schon so eine Kunst für sich. Es ist was ganz anderes als halt, wie Reimer sie gerne vorstellt, irgendwelche Rollenspiele, die man irgendwie 12, 13, 14 Stunden spielen muss, um da überhaupt Land zu sehen. Das ist halt eine ganz andere Kunstform und ich persönlich zum Beispiel finde, dass Mighty Finder halt definitiv reingehört, als zumindest guter Vertreter dieser Kunstform. Ja, geb ich dir tatsächlich recht. Es ist mir halt nur eben ein bisschen aufgestoßen, dass es mich so frappant an Tiny Wings erinnert hat. Ich habe sogar, und vielleicht bin ich da auch echt nur paranoid und muss langsam die Alufolie wieder aufsetzen, wenn man die Melodie hört, die tatsächlich sehr schön ist, die hat Anlehnung an die Tiny Wings-Melodie. Du kannst mir erzählen, was du willst. Der schwimmt schon ziemlich, schwimmen passt ja bei dem Spiel sehr gut, der schwimmt schon so ein bisschen auf der Tiny Wings-Welle mit. Also ganz, ganz deutlich. Ja, aber es ist genauso wie wenn man, also wie gesagt, Cannabalt ist halt auch so ein Beispiel. Es gibt x Cannabalt Variationen, / Klone. Da gibt es halt auch dann sicherlich wieder gute und gibt schlechte. Es gibt auch X-Doodle-Jump-Variationen, auch gute,
möchte. Wenn wir drüber reden, dass es halt vielleicht von Tiny Wings inspiriert ist, würde ich aber zumindest sagen, dass es halt eine gute Variation ist. Ja. Ja. Kann ich mich drauf einlassen, ja. Also am besten finde ich tatsächlich den Grafikstil. Der ist sehr, sehr schön. Das habt ihr ja auch gerade schon ein paar Mal gesagt. Der wirkt teilweise wie auf Papier gemalt und ausgeschnitten. Und also wie manche Cartoons, die es ja auch gibt, finde ich super. Finde ich einfach nur schön. Nur eben die Steuerung war mir an manchen Stellen dann doch zu knifflig, um es wirklich nur nebenbei zu spielen. Man muss doch schon ein bisschen Zeit aufwenden, um sich reinzufuchsen. Aber das muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein, ne? Nö. Wie gesagt, also die richtige Mischung ist es, man will ja ein Spiel auch nicht sofort weglegen, weil man alles gesehen hat oder weil man sagt, das ist keine Herausforderung. Es ist, also meiner Meinung nach ist es genau richtig. Also ich bin jetzt schon ein paar Level weiter und da wird es schon richtig knifflig, aber ich bin immer noch dran. Ja, dann sag doch mal, was du dem Ganzen für eine Wertung geben würdest, wenn du es denn jetzt in Sternen bewerten müsstest. Also ich würde da tatsächlich 4 Sterne geben, bei aller berechtigter Kritik und bei aller vielleicht berechtigter Unoriginalität, wenn man das so sagen möchte, finde ich mit der Prämisse, die das Spiel sich selbst auferlegt, also die One-Button-Steuerung, vielleicht eine Ähnlichkeit zu Tiny Wings, finde ich, macht das Spiel das richtig gut. Und 79 Cent kostet das, glaube ich. Von mir eine klare Empfehlung, also 4 Punkte. Okay, Christian? Ja, ich würde auch sagen, 4 Punkte. Punkte, Sterne, 4 Sterne. Tendenziell fast 5, weil eigentlich ist es ganz toll. Ich habe im Grunde, ja, die Steuerung, manchmal war sie mir, bin ich nicht ganz damit zurechtgekommen, dass sie ein bisschen zu spät gesprungen ist oder so, aber, oder vielleicht bilde ich mir wahrscheinlich ein, aber insgesamt ist es eben sehr schön. Das Spielprinzip ist toll, die Grafik ist toll, es gibt Bonus-Gadgets eben dabei, jede Menge, es ist schön gemacht und Tiny Wings hin oder her, man muss sich ja nicht, da muss das Rad ja nicht neu erfinden unbedingt. Ist schön gemacht, doch. Absolut. Ja, ich schließe mich an. 4 Sterne sind es definitiv. Es ist ein echt gutes Spiel, auch wenn es mir nicht so gut gefallen hat wie Tiny Wings. Aber Tiny Wings hätte ich auch 5 Sterne gegeben. Insofern passt es dann schon wieder. Also es ist tatsächlich auf jeden Fall, wie so viele Titel, für 79 Cent echt ein Kaufwert, definitiv. Also da muss man, glaube ich, nicht lange drüber nachdenken. Ja, für 79 Cent sowieso. Also mitnehmen. Genau. So, kommen wir zum nächsten Titel. Und der nächste Titel, der geht jetzt in die lange Reihe der Publisher, die irgendwann jetzt mal von EA geschnappt wurden. Ne? Kommen wir zum ersten Titel mit dem schönen Namen, wie heißt der denn jetzt? Spy Mouse, genau, von Firemint. Firemint ist ja bekannt geworden. Ich glaube, der größte Titel von denen war unter anderem dieses Flight Control, ne? Wo man tatsächlich, wie kann das denn sein? Ja, unglaublich, wo man ja schön mit den Fingern irgendwie Kurse von Flugzeugen aufs Pad malen konnte oder aufs iPhone malen konnte, die dann so zum Landen zu bewegen. Und in die gleiche Richtung geht natürlich jetzt auch Spy Mouse. Das ist mein Spiel, ne? Jetzt muss ich tatsächlich reden und mit dem iPad rumhantieren, das ist auch sehr schön. Also Spy Mouse erzählt tatsächlich die Abenteuer von Agent Squeak. Was ich lustig finde, dass da direkt auch ein Trademark hintersteht bei dem Text, also haben sie sich direkt gesichert, der, wie es sich für eine Maus gehört, durch eine Wohnung laufen muss und Käse einsammeln. Und wie es sich natürlich auch für dieses Setting, das man ja aus Tom und Jerry kennt, gehört, gibt's böse Katzen, die einen ans Leder wollen. So, jetzt muss ich hier kurz einmal umdrehen. Die Anlehnungen an Flight Control sind insofern, als dass man natürlich auch den Weg der Maus mit dem Finger vorgeben muss. Nur in dem Fall ist es, während Flight Control eher so ein unendliches Spiel war, wo man einfach unendlich spielt, ist das hier eben so objektbezogen bzw. objective-bezogen. Man muss also ein Level beenden und dann geht's zum nächsten Level. Das sieht dann meistens so aus, dass man einen mehr oder weniger offensichtlichen Weg hat, den man lang gehen muss. Und dann kriegt man den Käse oder man kriegt ihn nicht. Das Ganze sieht aber tatsächlich super schön aus. Es fängt tatsächlich mit einem Intro an, das fast aussieht wie ein James-Bond-Intro. Also auch so mit so einer Schattenmaus, die von verschiedenen Gegnern gejagt wird. Und es sieht einfach super aus. Auch nachher im Spiel selber, wenn man durch die einzelnen Level rennt. Was ich ein bisschen schade finde, das sage ich direkt mal bei dem Spiel, dass es eben dadurch, dass die Lernkurve so langsam ist, ganz am Anfang ziemlich zäh sich spielt. Also die ersten Level sind wirklich jetzt nicht so anspruchsvoll und so schwierig, man kann einfach wirklich durchgehen. Und erst ab der zweiten Welt wird's ein bisschen schwieriger. Ne? Das stimmt. Ich finde es
auch gut, wo du hast es gerade selber gesagt, also wenn man Mighty Finn halt mit Tiny Wings vergleicht, da muss man Spy Mouse natürlich auch, weil es aus dem gleichen Haus kommt, mit diesem klassischen Line-Drawing-Prinzip die Flight Control vergleichen. Grafik ist wirklich toll, da wurde ja auch im Vorfeld richtig, ich habe da wirklich relativ früh schon Trailer gesehen, wo halt dieses Maus-Agenten-Ding da richtig so ein bisschen versucht wurde zu hypen. Das siehst du ja auch, oder hörst du ja auch am Soundtrack, der ist also dermaßen James Bond-mäßig aufgebaut, das ist jetzt einfach nur schön. Genau. Was ich gerade ganz kurz, wenn ich sagen darf, ich finde es schön, dass hier vorher Mighty Finn und dann jetzt Spy Mouse ist beides in der 60er-Jahre-Welt. Irgendwo von der Grafik her, von der ganzen Aufmachung. Das passt stimmt, sehr schön. Entschuldigung. Genau. Nee, kein Problem. Dafür sind wir ja da. Ne? Ich wollte auch, um das noch kurz auf den Punkt zu bringen, ich war natürlich super gespannt, weil das halt der erste Fireman-Titel nach der EA-Übernahme ist. Der hat, wie gesagt, im Vorfeld schon frühzeitig gehypt wurde. Und da war ich dann ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Mir war dann das ein bisschen zu eintönig. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich vielleicht nicht weit genug gekommen bin, weil vielleicht ist es der ähnliche Punkt, den Micha sagte, dass die anfänglichen Level vielleicht ein bisschen zu leicht sind, dass man da so durchgeht und man macht im Prinzip immer das Gleiche. Mir ist das Spiel auch zweimal abgestürzt. Das möchte ich jetzt aber auch nicht irgendwie in eine Wertung oder so einfließen lassen. Keine Ahnung, woran das gelegen hat. Und mich nerven die Katzen manchmal so ein bisschen. Also ja, aber das ist ja Sinn der Sache. Ich meine, das sind da die Gegner und wenn die einfach nur stumm in der Gegend oder still in der Gegend rumstehen würden, ey mein Gott, die müssen nerven. Das sind Katzen und du bist eine Maus. Ja. Ja, so meine ich das natürlich nicht. Das, also sie nerven mich dann nicht so, wie ich es gerne hätte, sagen wir es mal so. Es gibt halt wirklich Momente, die hatte ich jetzt wirklich relativ oft, da will ich die Katze locken, die kommt einfach nicht. Oder nicht, wo ich denke, ja komm, du müsstest mich doch jetzt sehen, lauf vor die Wand. Und dann wieder irgendwie sehen sie mich an Stellen, das ist mir jetzt 2-3 Mal passiert heute, weil ich heute mich da ein bisschen mit beschäftigt habe, da sehen sie mich auf einmal, wo sie mich eigentlich gar nicht sehen sollten. Oder ich denke, sie sollten mich nicht sehen. Ja, also, das stimmt so schon. Kleine Kritikpunkte von meiner Seite. Also ich hätte es auch schöner gefunden, nachher kommen ja noch Gegenstände dazu, wenn zum Beispiel irgendwo ein Fernseher im Raum rumsteht, den man einschalten kann, dass die Katzen dann abgelenkt quasi hypnotisiert werden und nur noch auf den Fernseher gucken. Wenn man nicht nur so Gegenstände hätte, die in der Landschaft rumstehen, sondern selber irgendwie so ein Inventory hätte, mit denen man irgendwelche Agentengegenstände dann einsetzen könnte. Also das fände ich schon nicht verkehrt. Das gibt es in dem Spiel ja sogar tatsächlich. Es gibt so eine weibliche Katze, die man kaufen kann, wohlgemerkt. Die darf man dann einmal am Tag einsetzen, wenn man sie gekauft hat und die lenkt dann wiederum andere Katzen. Aber ob das so das richtige Geschäftsmodell ist, ich weiß es auch nicht. Hast du denn tatsächlich auch also für echtes Geld, ja? Ja, ja, klar. Hast du denn bis zum ersten Bossgegner gespielt? Ja, das stimmt. Da bin ich verreckt, wenn ich ehrlich bin. Ja, also das ist auch der Unterschied tatsächlich zu so Spielen wie Flight Control, die ja mehr oder weniger unendlich sind. Du hast also klare Level und Abschnitte, wo dann auch am Ende immer ein großer Bossgegner am Ende einer Landschaft kommt. Und die fühlen sich dann auch ein bisschen anders an als die normalen Level. Da muss man auch den Käse erst vom Gegner dann auch tatsächlich stehlen. Der liegt da nicht einfach irgendwo in der Ecke rum, sondern er kommt erst, wenn man den Gegner auf bestimmte Art und Weise besiegt hat. Aber optisch finde ich es tatsächlich super. Christian, du hast noch gar nichts gesagt. Ja, ich konnte ja kaum dazwischen kommen, aber einmal habe ich kurz. Ich finde es optisch, finde ich es ganz toll, vom Soundtrack her finde ich es toll, von der Steuerung her auch da, wie die Gegner reagieren, also die Katzen, das könnte ein bisschen feiner noch sein, weil da war ich auch teilweise irritiert. Und insgesamt, wenn man jetzt es wirklich nicht mal vor dem Hintergrund betrachtet, dass es eben Flight Control Firemint ist, ist es eben die Ähnlichkeit der Steuerung zu Flight Control, die ist eben wirklich frappierend. Und der einzige Unterschied ist eben, dass ich eben teilweise absetzen darf. Sollen tue ich das ja auch nicht. Ich werde also belohnt, wenn ich es in einer Tour durchkriege. Und da kann ich halt, zwischenzeitlich muss ich eben auch parken, die Maus muss ich verstecken. Aber es fesselt mich nicht. Also vor allem mit diesen Puzzlespielen nächste Aufgabe lösen, da habe ich irgendwie einiges Besseres gesehen. Auch wenn, ist so meine Meinung zu dem ganzen Ding. Das wäre aber auch letztendlich mein Fazit gewesen. Also nicht, dass es mich nicht wirklich fesselt. Das hat mich schon gefesselt, ein paar Abschnitte weit. Aber es ist nicht so ein All-Time-Classic wie Flight Control, dass man wirklich auch nach Jahren und Monaten einfach mal wieder auspackt und einfach mal wieder zwischendurch spielt. Es ist leider Gottes ein normales Spiel und nicht der Evergreen, ne?
Es ist nett gemacht und es sieht toll aus. Der Soundtrack ist toll, die Steuerung ist okay. Die Story ist natürlich okay. Es ist eben Tom und Jerry mit Agenten-Theme noch. Das ist irgendwie klar, klasse. Das ist jetzt nicht irgendwie gar nichts. Also es gibt im Grunde gibt es wenig Punkte, wo ich sagen könnte, das ist richtig mies, das gefällt mir nicht, das macht keinen Spaß oder so, sondern es ist alles in allem schon gut, nur es reicht nicht ganz. Das ist Was mich auch ein bisschen gestört hat, ist, als ich es runterladen wollte, habe ich gesehen, das ganze Spiel ist 190 Megabyte ja. groß. Warum muss denn bitte Boah. schön so ein Spiel 190 Megabyte groß sein? Ich meine, gut, da ist ein Video, ein Fullscreen-Video als Intro dabei und wahrscheinlich sind die Grafiken auch sehr, sehr hochwertig, weil es eben sehr, sehr viele unterschiedliche Einrichtungen, Gegenstände und Landschaften gibt. Aber 190 Megabyte für ein Mobile-Spiel, Ja, das finde jetzt ich schon warte doch mal ab. echt, oh Mann. Du hast es halt noch nicht durchgespielt, was da noch Du kommt. meinst, da kommen da tatsächlich noch so bombastische Animationen und abendfüllende Spielfilme? Dann, okay. Wie Metal Gear Solid ist ja auch ein Schleichspiel. Da sind auch viele lange Videosequenzen drin. Ja, genau. Agent Squeak ist der neue Snake. Nee, aber auf den Punkt wollte ich eigentlich auch zu sprechen kommen, kurz. Also, du hast es jetzt gerade gesagt, es war echt richtig groß und für ein Spiel, was halt diese Optik hat, egal wie viel, also man sieht es ja nicht, man sieht halt Screenshots, irgendwie Draufsicht, relativ kleine Sprites irgendwie, die sich bewegen, war ich halt echt erstaunt, wie groß die Datei oder die, ja, wie viel man da runterlädt. Also, um das vielleicht auch nochmal zu sagen, also Feynman hat es wahrscheinlich nicht nötig und ist auch völlig legitim, aber man soll ja schon versuchen, also mein Ziel ist es, wenn wir ein Spiel entwickeln, dass es unter 20 Megabyte ist, weil man sonst nicht ohne WLAN sich das runterladen kann, direkt aufs Gerät. Nur mal, um die Dimension zu sehen. 20 Megabyte kann man halt über mobiles Datennetz runterladen, und das Spiel hat mal eben 190 Megabyte. Ja, Nur und hier im dass Chat man kam es gerade nicht schon der erreichen. Hinweis, dass das iPhone doch sowieso auch 32 Gigabyte hat und mit VDSL ist das ja alles kein Problem. Das ist aber nicht, weiß ich nicht, bei so Mobile-Geräten, wie du ja gerade sagst, es gibt ja nicht umsonst diese Einschränkung, dass ohne WLAN nur bis zu 20 Megabyte-Grenze runtergeladen werden kann. Ja, wir Genau. kommen halt noch aus einer alten Zeit. Uns tut das halt noch weh. Na gut, nichtsdestotrotz, also wenn ich eine Wertung abgeben würde, ich schwanke da, ob ich tatsächlich 4 Sterne oder doch eher nur 3 geben würde. Also da bin ich sehr, sehr unentschlossen. Ich rede mich raus mit 3,5. Boah, das ist gemein, das wollte ich auch sagen. Ja, dann tust du doch einfach. Ja, dann sage ich 3,5, Begründung ist die gleiche. Sehr gut, so Bernd, jetzt bist du dran. Ich bin tatsächlich bei drei Punkten, wie gesagt, oder Sternen. Alles, was das Spiel macht, macht sehr gut. Es ist hochprofessionell, alles top. Aber man kann es vielleicht so zusammenfassen, wenn ich da Micha zitiere oder was Christian, weiß ich nicht. Es hat mich einfach nicht so gefesselt. Es war Christian. Dann war es Christian. Ja. Okay, wer von euch will als nächstes ran? Komm, Christian, du bist Christian, wieder dran. ich glaube, ich bin wieder dran, ganz einfach. Ja, ich habe ein altes Spiel mitgebracht. Ich bin ja auch zum ersten Mal da. Da dachte ich, kann ich auch noch mit alten Kamellen kommen, weil das hattet ihr noch nicht vorgestellt, habe ich gesehen. Und zwar Infinity Field ist ein klassisch weiß ich nicht, ist ein Dual-Stick-Shooter. Ist richtig Action, jetzt mal im Kontrast zu dem, was wir zu den Spielen, die wir vorher hatten. Ist im Grunde ein ziemlich dreister Geometry Wars-Klon. Also ich weiß nicht, ob da was daran großartig anders ist als bei Geometry Wars. Also es gibt verschiedene Spielaufgaben, sag ich mal. Es gibt auch Level, wo ich die ich überstehen muss, ohne einen einzigen Schuss abzugeben. Also im Grunde reine Ausweichlevel, wenn man den Adventure oder Challenge Mode spielt. Alles in allem ist es aber eben schon von der Steuerung her und von dem, was passiert und auch von der grafischen Umsetzung her schon sehr Geometry Wars mäßig. Die Optik ist eigentlich eher noch krasser. Es ist eben sehr reduziert, es ist sehr stylisch, gefällt mir sehr gut. Es passiert allerdings auch unheimlich viel, viele Lichteffekte, viele Blitzeffekte auf dem Screen. Es ist schon, also für Leute, die nicht irgendwie aus dieser Videospiel-Hyperwelt kommen oder das schon lange machen, ist das, glaube ich, am Anfang sehr überfordernd. Also jeweils die Leute, die nicht so die Gamer waren, die das Spiel gesehen haben, denen ich das mal gezeigt habe, die haben alle
nach den ersten zweimal das Ding weggelegt und gesagt, um Gottes Willen, ich weiß überhaupt nichts, ich verstehe hier nichts mehr. Und, aber wenn man da mal sich drauf einlässt, das ist sehr, sehr toll. Das Einzige, was mir dabei nicht so gut gefällt, beziehungsweise so gut gefällt, dass es schon wieder nicht geht, das ist der Ton, wenn man stirbt, weil das ist so ein ganz fieser Ton. Also das tut mir wirklich jedes Mal in den Ohren weh. Aber ansonsten ist es ein ja, toller Dual-Stick-Shooter, schön schnell, schön viel Action, wirklich was für Hardcore-Action. Ja, und es ist Geometry Wars. Also ja, muss man tatsächlich sagen, es ist schon wirklich sehr, 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 sehr ähnlich. Bernd, sag du mal was dazu. Ja, also es ist, ich will mich nicht wiederholen, es ist Geometry Wars, das ist richtig. Mich jetzt optisch auch ein bisschen an Space Invaders Infinity Gene erinnert, also diese ganzen reduzierten Games, die halt echt so eine Neon-Optik haben. Es ist echt ein Farbrausch. Also ich glaube, Farbrausch wäre auch ein guter Name für ein Spiel, fällt mir gerade ein. Da geht es ja so ab, da kann man, also da sollte man, also es gibt immer diese Warnung bei Games, dass man da aufpassen soll, wenn man irgendwie gefährdet ist, wie heißt das jetzt nochmal? Du meinst die Epilepsie-Warnung? Genau, wenn man Epilepsie ja. gefährdet ist, ich glaube, das müsste man bei dem Spiel auch irgendwie direkt beilegen oder draufschreiben, weil es geht echt ab. Das müsste man unterschreiben wahrscheinlich, bevor man das überhaupt spielt. Ja, genau, also ich will es auch gar nicht so lang machen, weil wie gesagt, spielerisch kann man da auch, man kann dem Spiel keinen Vorwurf machen, aber es ist halt echt nichts Originelles. Spielt sich aber sehr fluffig, spielt sich sehr gut, es ist schön schnell, optisch, wie gesagt, eine Übergranate irgendwie, also super bunt, super cool, ist auch von Twilingo. Also das ist der EA Crapcast, den wir heute hier machen, aber ist ja auch okay. Um da direkt mal vorzupreschen, ich gebe da trotz Unoriginalität, einfach weil es einfach gut funktioniert, das, was es macht, macht es richtig gut. Auch vom Sound her ist es richtig cool, gebe ich da 4 Punkte. Ja, da würde ich mich einfach mal anschließen. Meine größte Hürde war wie üblich bei solchen Spielen die Steuerung. Also mit den beiden Fingern auf dem Pad rumzuwischen, ist gar nicht so leicht. Also wenn man irgendwelche Sticks gewohnt ist, ist zwar natürlich die gleiche Bewegung, auf dem Pad fühlt sich's aber dann doch ein bisschen anders an, weil man eben so ein bisschen das Feedback vermissen lässt, ne? Aber wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, ist es tatsächlich gar nicht so verkehrt. Und es ist halt wirklich das, was Geometry Wars am nächsten kommt. Und wer das gut fand, der kann auch das nehmen. Auf jeden Fall. Da muss ich noch mal ganz kurz was zu sagen zu der Steuerung. Was mir sehr gut gefällt, ist, wenn es nämlich mal mit der Steuerung nicht so klappt, wenn ich also aus dem Radius, der eigentlich erfasst wird, rauskomme oder einfach eine Hand mal hochhebe oder also loslasse, dass er dann sofort in Pausenmodus geht. Also das ist jetzt nicht so, dass man dann weiterläuft. Und das habe ich auch am Anfang nicht so richtig verstanden. Fand ich aber dann nachher ganz praktisch, weil wenn man einmal dann aus Versehen abrutscht, dann ist man nicht sofort tot, ne? Genau, das meine ich. Das ist eigentlich sehr schön. Und sonst ansonsten, ja, die Steuerung ist eben auch sehr, sehr rund und sehr, sehr responsive. Das ist schon sehr schön. Das nächste, was mir da irgendwie jetzt sage ich nichts mehr. Ich sage 4,5 Sterne, wenn wir bei halben Sternen schon waren. Das ist gut. Ja. Ich bleibe bei 4 Sternen, weil also mittlerweile an den Dual-Stick-Shootern hat man sich, glaube ich, satt gesehen. Also dafür hat es zu wenig Neues gebracht, aber das, was es macht, macht sehr, sehr gut. Ja. Okay, Bernd, dann komm du mal mit deinem letzten Titel. Ja, noch ein Titel von Chillingo, so ein Zufall. Ja, die kaufen Zufall. Ja auch nur noch. Also ja. Die haben sie ja nicht selber programmiert oder gebaut. Das ist ja. Nee. Und Chillingo gehört ja auch zu EA. Also irgendwie, ich sage ja, ist unser EA-Crapcast. Also das ist Contre Jour, das Spiel mit dem französischen Namen. Ist auch relativ neu rausgekommen. Hat mich einfach von der Optik. Ja, also wenn man es dann gleich sieht im Stream, wenn Micha schon spielt, dann wird man direkt sehen, warum mich das so angesprochen hat. Das hat halt einen super coolen Grafikstil. Der ist natürlich schade für die Leute, die den Audio-Podcast hören, dass sie es nicht sehen können, aber ihr sollt die Spiele ja sowieso nachher einfach runterladen und anspielen. Genau, und vielleicht auch mal sich im Nachhinein die Videos angucken von unseren tollen Podcasts, wie auch immer. Erinnert halt an Limbo, das wollte ich sagen. Also an das Xbox Arcade-Spiel. Ist halt alles eine Welt aus Schwarz. Und vielleicht noch Grautöne dazwischen. Und man steuert ein, ja, was auch immer, eine Kreatur mit einem Auge und einem Schwanz. Und zwar steuert man diese indirekt. Das heißt, man kann halt den Boden mit dem Finger bewegen, auf dem sich das Tier gerade befindet. Und es rollt halt in die Richtung, in die Neigung, in die sich der Boden neigt.
Das ist halt so eine relativ indirekte Steuerung. Dazu kommen halt auch noch so Bänder, mit denen man das Tier, ich sage jetzt einfach mal Tier, immer andocken kann und dann schwingt es halt, dann muss man es im richtigen Moment loslassen. Das Ziel jedes Levels ist es halt, drei Lichtkugeln zu sammeln mit diesen Mechaniken, bevor man halt in eine größere Lichtkugel reinspringt, was das Tor ist. Jetzt habe ich das mal alles relativ extra erklärt, genau mein Kritikpunkt an der Sache. Bei aller tollen Optik, bei der wunderschönen Musik, die so ein bisschen verträumt ist, ist das ganze Ding vielleicht noch krasser als alle anderen Sachen, die wir bis jetzt besprochen haben, ein echter Cocktail aus Spielen. Also Limbo habe ich ja erwähnt, von der Optik her. Diese Mechanik, in der man den Boden unter der Spielfigur bewegt, um die Figur zu bewegen, kommt aus Bumpy Road. Das ist auch ein relativ bekanntes iOS-Game. Und was wahrscheinlich am meisten auffällt, diese Seilmechanik, in der man mit der man das Tier halt hin und her schwingen lassen kann und im richtigen Moment loslassen kann, kommt natürlich aus Cut the Rope. Relativ deutlich auch. Also deutlicher fällt mir das hier auf als bei den anderen Spielen. Und also ich will jetzt auch noch nicht die Wertung geben, damit ihr auch noch was sagen könnt. Aber das ist mir halt extrem aufgefallen. Ja, und ich bin echt zu blöd für das Spiel, ne? Also die Prämisse des Spiels ist ja relativ einfach. Du änderst den Boden, um das Ding fortzubewegen, aber es ist so, weiß ich nicht, also irgendwie habe ich noch nicht die Gesetzmäßigkeiten raus, dass es wirklich hundertprozentig bei mir funktioniert. Und du hast. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Oder sowas. So. Ich wollte doch unterbrechen, weil ich sagen wollte, man kann den Boden halt immer nur in einem gewissen Rahmen bewegen und ich verstehe aber nicht, warum der so beschränkt ist. Es wird einem zwar angezeigt, wie weit man eigentlich ihn verschieben kann, aber ich fühle mich da auf der anderen Seite auch eingeengt durch, weil ich mir denke, ist doch genug Boden da. Ja. Warum kann ich den Berg jetzt nicht weiter nach links verschieben oder so? Es gibt doch genug Berg. Und schwierig wird es natürlich auch, wenn dann der Endpunkt, in den man rein muss, einfach mitten irgendwo in der Luft schwebt und man wirklich die entsprechende Brücke quasi bilden muss, aber es nicht wirklich kann. Also wirklich nur durch Schwung dahin kommt. Das fand ich ein bisschen schwierig und ein bisschen schade, aber dafür hat mich die Musik komplett entschädigt. Also die Musik bei diesem Spiel, das ist so schöne Klaviermusik, die ist wirklich unglaublich. Warte mal, ich mach's mal eben kurz ein bisschen an. Da können auch die Audio-Cast-Hörer. Hört man irgendwas? Ja, hört man. So ein bisschen zauberhafte Welt der Amelie. Mhm. Ja, die ist wirklich wunderschön. Abgefahren ist die Grafik auf jeden Fall auch. Aber es ist halt, weiß ich nicht, also so richtig erschlossen hat sich das Spiel noch nicht. Ich finde, es sieht so aus, als wenn es mir wirklich Spaß machen würde. Aber aus den Punkten, die Christian gerade auch gesagt hat, macht es mir eben noch keinen Spaß. Also der Frustfaktor war bei mir viel zu groß bis jetzt, als ich das Spiel wirklich richtig super fand. Die Grafik ist toll. So gesehen, also das macht schon Spaß, aber auch das ist nach einiger Zeit, glaube ich, weg, weil es passiert auch wenig Neues. Also soweit ich gespielt habe, kamen wenig grafische neue Anreize oder was dazu. Ich fühlte mich aus irgendwelchen Gründen auch an World of Goo erinnert, obwohl man eigentlich nicht bauen muss oder so, aber und auch die Bodenverschiebung da nicht reinpasst. Cut the Rope, ganz klar, schöne Mechanik und aber ich mag auch diese von diesen Puzzlespielen habe ich jetzt auch in letzter Zeit einfach zu viele gesehen, dass mich das noch wirklich vom Hocker reißen würde. Ja, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, das, was ich gerade sagte, es sieht so aus, als mir wirklich viel Spaß machen würde. Ich habe noch nicht den Zugang gefunden. Deshalb müsste ich mich auch, glaube ich, echt einer richtigen finalen Wertung momentan noch enthalten. Ich kann Optik und Sound bewerten, das ist großartig. Mhm. Aber spielerisch frustet es mich einfach noch zu sehr. Ich fand es ein bisschen doof, dass es mir ist es mehr als einmal, also auch nicht dauernd, aber mehr als einmal passiert, dass ich zu schnell in den Ausgang gehüpft bin, weil ich den nicht von den Einsammelteilen unterscheiden konnte, weil das einfach nur so Farbbällchen sind und der Ausgang ist einfach ein bisschen größer. Das hätte man, glaube ich, noch mit die Items hätte man irgendwie anders darstellen können, was man einsammelt und wo man hinterher raus muss oder so. Mhm. Aber Bernd, du hast es vorgeschlagen. Sagst du doch mal, was würdest du dem Ganzen denn für eine Wertung geben? Ja, also ich möchte dann noch mal kurz zusammenfassen. Also optisch ein totaler Knaller, habt ihr auch gesagt. Was nicht gesagt wurde, ist, dass zumindest in manchen Levels im Hintergrund
was super cool ist, irgendwie ein riesiges Auge zum Beispiel ist, was so ein bisschen wabert und was auch der Spielfigur folgt. Also das ist also ganz, ganz großes Kino, trotz allem, trotz aller vielleicht auch Anlehnung an Limbo, wie auch immer. Ich gebe dem Ganzen tatsächlich auch 3 von 5, war ein bisschen, also ich war sehr enttäuscht, weil ich habe es runtergeladen, dachte, es ist No-Brainer, Trilingo, irgendwie, der Trailer sah super aus, die Screenshots sahen echt toll aus und dachte, okay, also das muss richtig, richtig gut sein und es ist leider meiner Meinung nach nicht richtig, richtig gut, sondern nur gut. Was mich dann im Endeffekt doch ein bisschen enttäuscht hat. Es klettert aber gerade ja wieder die Top Tens so richtig hoch. Ne? Es hält sich seit einigen Tagen, seitdem es raus ist, ganz, ganz oben. Also da werden wahrscheinlich die Chilingo-Vorschusslorbeeren sehr, sehr groß gewesen sein. Mich würde mal interessieren, wie viele Leute, ich habe die Kommentare noch nicht durchgelesen, wie viele Leute im App Store sagen, da haben wir aber auch mehr erwartet. Muss ich gleich mal gucken. Guck doch mal. Ja, nachher. Ja, von mir braucht er noch eine Wertung, ne? Ich habe noch keine Sterne vergeben für das Spiel. Ich würde aber jetzt, ja, ich würde auch da 3,5 geben nochmal. Ich mag die halben Punkte heute. Und das ist im Grunde vergleichbar mit Spy Mouse. Ist eigentlich toll gemacht und es hat alles, was man erwarten würde. Aber dieser letzte Schliff, das letzte Yes, das hat mich erwischt. Das spiele ich jetzt weiter noch nicht. Also da werde ich meine die nächste Bahnfahrt lang werde ich wahrscheinlich dann doch lieber einen Hector knacken. Okay, Hector, das musst du dir beim nächsten Mal vorstellen, wenn du nochmal dabei sein möchtest. Wenn ich mich nochmal dabei haben würde, natürlich. Dann spätestens dann, wenn dein zweiter Titel rauskommt, werden wir das auf jeden Fall machen. Oh, das heißt dann nächstes Jahr irgendwann. Gerne auch vorher. Gerne auch vorher. Okay, damit haben wir alle 5 Titel, die wir heute vorstellen wollten, durch. Bernd, du hast bestimmt noch irgendwie 1, 2 intelligente Fragen auf Lager, die du dem Christian noch stellen könntest. Oh, jetzt habe ich dich aber ja, also, eiskalt erwischt. Eiskalt. Eigentlich habe ich ja, ich war ja schlau. Ich dachte, wenn Michael wieder sagt, das ist ein gutes Schlusswort, dann ist ja, wenn die aufmerksamen Hörer, die wissen, wenn er das sagt, dann ist direkt Schluss. Deswegen habe ich am Anfang, habe ich eigentlich meine Fragen da so, meine wichtigsten Fragen so abgefeuert. Insofern, nee, im Moment habe ich an den Christian, den lieben Christian, keine Fragen. Sehr gut, das war doch ein schönes Schlusswort. Nein, ich habe tatsächlich noch eine Frage. Und zwar, du hast ja tatsächlich unterschiedlichste Sachen gemacht. Du hast mal bei Napster irgendwann angefangen und bist dann darüber dann in die Handysparte gegangen. Sind Mobile Games denn jetzt so das Tummelfeld, wo du dich wirklich zu Hause fühlst und wo du sagst, okay, hey, das ist die Branche, die ich momentan absolut favorisiere oder tatsächlich nur eins deiner Steckenpferde? Nee, das ist tatsächlich, da fühle ich mich am wohlsten. Also abgesehen davon, dass ich tatsächlich auch glaube, Mobile is the future. The future is mobile, sagt man, glaube ich, als Slogan. Und ich werde ja im Alter auch mehr und mehr Casual-Spieler. Das habe ich ja jetzt so festgestellt. Ist das nicht furchtbar? Das ist ganz schlimm, ja. Diese Erkenntnis, sich irgendwann einzugestehen, dass man eben genauso viel Spaß an solchen Spielen hat, die dann doch eher casual auch gehaucht sind, das ist, glaube ich, ein Schritt, den kann man nur im Alter vollziehen, ne? Ja, aber das sieht man eben auch am Blast Radius. Der ist ja auch für zwischendurch gemacht eigentlich, dass man immer mal wieder an- und mal wieder abschalten kann. Und ja, das dagegen spricht, dass ich eben, wie ich gerade erwähnt habe, gerade Hector spiele. Also ich kann mich schon auch noch mit sowas beschäftigen. Aber es wird weniger, weil ich einfach diese Zeit auch einfach gar nicht mehr so am Stück aufbringen kann, weil Short Attention Span oder sowas, aber einfach zu wenig Zeit, glaube ich, ist das Problem. Ja, ist doch schön. Nichtsdestotrotz sagst du gerade, ist das deine Favoritenbranche und Mobile ist die Future? Ist the Future? Genau. Bernd, jetzt musst du deinen Spruch da noch bringen, oder? Welchen meinst du jetzt? Dein neuen Trademark-Spruch. Mein neuen Trademark-Spruch. Ja, ich sage jetzt, glaube ich, jetzt zum Ende jeder Sendung irgendwie immer nie aufhören. Oh, jetzt warst du gerade wieder abgehakt. Jetzt hat die Bandbreite hat dir gerade deinen Claim zerstört. Ja, ich wiederhole mich da auch gern. Immer spielen, nie aufhören. Habt ihr mich verstanden, Jungs? Aber das ist doch wirklich mal ein tolles Schlusswort. Jetzt bedanke ich mich noch recht herzlich, dass der Christian Twellmann dabei war. Vielen Dank. Und ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Und an euch. Okay. Und ich denke, wir sehen uns beim nächsten Quapcast, wenn wir wieder 4 bis 6 unterschiedliche Apps und Spiele vorstellen. Ich denke und ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Also nicht nur ihr beiden, sondern tatsächlich alle draußen, die gerade das Video gucken, die den Podcast hören und die uns vielleicht auch auf anderen Kanälen sehen. In diesem Sinne, tschö, tschö. Adios. Wunderbar. Tschö.